Ein knalliges Hallo und willkommen zur zweiten Folge DC Universe, Ganoven-Style. Und wir sollen jetzt das Feuergefecht der Polizei unterbrechen und ein paar gefallene Falcone-Mafiosis wiederherstellen. Ich glaube, das ist die richtige, das ist auf jeden Fall die richtige Mission für Major Mettwurst und das blaue Lüftchen. Das hast du schon gesagt. Das klingt gut, ne? Auf geht's! Hier noch, da baut jemand einen Unfall! Werbung! Hier baut hier jeder einen Werbung Unfall! Spielen. Okay. Werbung? Oh, da rein. Ja, ich bin gerade an einem großen Plakat vorbeigeflogen. Ah ja, hier kann man sie alle wiederbeleben. Es ist gut, eine was neue haben sie denn Macht Werbung gemacht? Das war. Ich schulde dir was. Ich sage dir Lewis für Kameras war das. Okay. Ich nehme an, dass es das Unternehmen gar nicht gibt. Von daher kann man es ja sagen. Wie heißen die? Lewis? Lewis. Dann hast du die Leviten gelesen? Achso. Oh. Du wirst dran glauben müssen. Aber für einen dummen Spruch war es immer noch gut genug. Immerhin, ja. Einen Mann verloren. Und das ist ja das Wichtigste, man kann dumme Sprüche machen. Ja, denn zu jedem Superhelden und Superschurken gehört auch der Trash-Talk. Auch wenn es über Lewitz handelt. Wir sehen uns. Was heißt hier, wir sehen uns? Das ist ja wie in Skyrim. Man hilft einem, das Leben zu retten, und dann heißt es, ja, wir sehen uns. Ha! Bumm! Nimm das! Was? Bumm? Ich habe gerade einfach nur jemanden wieder mit einem Fass getötet. Und zwar mit einer schönen Explosion. Jetzt geht das los. Solange du keine Zivilisten in Kugeln rumwirfst, obwohl hinter ein Schurke musst als du dann Schurke Leute... Ist das meine Aufgabe. Ach so. Vielleicht ist das ja hinterher auch so mein richtiges Superschurken, wenn ich mich selber darstellen müsste. Dann bin ich einfach irgendjemand, der die ganze Zeit nur mit großer Begeisterung einfach Bürger irgendwo hinunterwirft oder so. Das ist seine also Superkraft, Leute rumwerfen. Yeah! Wo ist denn die Polizei? Ich erledige dich. Die sind alle tot, weil ich hier schön aufräume mit einem Gewehr. Ah, da hinten sind wieder welche. Der Dieter Polizeilaser, ja, den kann ich wohl nicht mehr gebrauchen. Was, Polizeilaser? Oder Laser. Achso. Laser wahrscheinlich. Oh, ich bin fertig. Ja, weil wir richtig schnell zugange waren. Damit endet auch wieder unsere Folge mit dieser Aufgabe. Nein. Nein, nein, ich meine, jetzt käme sogar... Genau, jetzt kommt nämlich quasi der erste Endboss. Und jetzt? Die apokalyptianischen Kanonen sind sicher eingetroffen. Aber die Joker Polizei hat eine Razzia im Lagerhaus gemacht. Bäh. Was ich an... Bäh. Um das Chaos in dieser Stadt aufrecht zu erhalten. Geh da rein und halte sie von den Kisten fern. Oh ja, und Betsy hat die durchgeknallte, gangsterhassende Huntress zur Untersuchung geschickt. Gib ihr einen oder auch drei liebevolle Klapse von mir. Juhu, rein geht's. Liebevolle Klapse? Ich finde das immer noch so super, dass die einfach für den Joker immer den gleichen Synchronsprecher haben. Außer natürlich für den aus dem Batman-Film, wo sie halt den anderen hatten. Aber dieser typische Joker, den man halt so kennt, der wird immer vom Gleichen gesprochen. Das finde ich sehr gut. Ja, da bleiben sie dem treu. Ich brauche Verstärkung. Hättest du so gerne. Danke, keine falsche Rede. Das ist Catwoman? Ach nee. Ich dachte schon, das. Das wäre es gewesen, wäre das Catwoman. Ja, die hätte sich ganz schön gehen lassen. Man weiß aber auch nicht so wirklich, ich bin dir was zu wem jetzt Catwoman gehört. Zu den Guten oder zu den Bösen? Ich habe mit Catwoman irgendwie nichts am Hut. Wer hat die damals... Irgendwer Besonderes hatte die doch damals gespielt. Aber ich weiß nicht mehr, wer. Ich weiß es auch nicht. Lolli? Halle Belli. Aber die... Ja... Ja. Weil das aber nicht die ist irgendwie doch afroamerikanisch. Eine... Ja, Halle Berry. Halle Berry. Okay. Ich dachte, war das nicht eine Pornodarstellerin? Nein. Okay.
Ich glaube, Mephisto hat recht. Denn im Film, da kann man immer Mephisto vertrauen. Zumindest was die Schauspieler angeht, hast du da auf jeden Fall einen viel größeres Wissen als ich, weil ich kümmere mich eigentlich nie um die Schauspieler. Hast du eigentlich gerade geprüft, wie das soundtechnisch aussieht mit der Aufnahme, ob man dich hören kann? Man sollte mich hören können. Man sollte mich sogar gut hören können. Aber ich kann ja schon mal den Sound was runterstellen. Okay. Falls dem jetzt nicht so sein sollte. Benutzeroberfläche, Audio. Da war Audio. Dann machen wir mal hier die Lautstärke ein bisschen runter überall. Dann sind alle zufrieden. Hurra! Lautstärke des Films kann ich eigentlich so lassen, weil wir da nicht drüber reden, oder? Hab ich nicht vor. Aber... ein bisschen mache ich mal runter. Kann ja immer mal passieren. Genau. Man weiß okay. Ja nie, was uns wieder reitet. Ja, wir wissen ja, wir sind ja nie so... Oh, hier ist eine Kiste! Kiste ist sehr schön. Wir haben was Blaues gefunden. Was Blaues ist gut. Ich glaube, okay. Das müsstest du in deinem Inventar jetzt haben. Ich? Okay. Ja, ich hab's jedenfalls nicht gekriegt. Dann schauen wir mal. Du müsstest was Blaues haben. Ich hab Dias abgetragene Handbandagen bekommen. Dummerweise sind die aber für Level 6, das heißt, ich kann sie noch gar nicht benutzen. Aber ich hab neue Pistolen bekommen. Plasma-Pistolen. Jetzt, wo du sagst, ich hab auch ein Gewehr bekommen. Ein Vollstreckergewehr. Siehst du, wir sind schon wieder viel besser ausgerüstet und wir wussten nichts davon. So, was ich aber sagen wollte, natürlich, bei Catwoman weiß man nicht, ob die jetzt gut oder böse ist, weil sie zum einen... verrückt ist. Weil sie zum einen natürlich immer sehr diebisch ist und alles, zum anderen aber auch öfters mal Batman hilft. Von daher ist das bei ihr sehr vermischt. Ich glaube, diesmal ist sie wohl auf der bösen Seite hier. Aber ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Ich glaube, nach oben. Also hier ist gerade ein Heckenschütze, der hier ist noch... so. Stimmt, ich glaube, so. Du bist ja schon weiter. Ah! SWAT-Elite! Okay, dann müssen wir wohl denen ein bisschen helfen. Ja. Aua! Jetzt. Dann so. Jetzt wurde er gerade aufgetaucht. Jetzt müssen wir aufpassen, fällt mir gerade ein, wir müssen aufpassen, dass wir beim Endboss beide gleichzeitig reingehen. Nicht, dass einer ausgeschlossen wird. Stimmt, das hatten wir ja schon mal. Ja. Dann kämpft man plötzlich wieder alleine. Ah ja, und sowas nennt sich Elite. Tja. Nehmen wir mit. Katzenvideos, Katzen, die auf Klavieren spielen. Ha, ich bin ein Hund, der eine Computeranlage bedient. Finde ich um einiges besser. Ich bin dir was schuldig. Da sieht man wieder, wer der eigentliche Gewinner ist. Ja. Nimm das. Hunde sind eh viel besser als Katzen. Ist einfach so. Oh, da hat sich einer verkrochen. Dabei wären die Katzen doch die Böseren. Also müssten die eigentlich als Ganoven besser passen, oder? Ja. Und deshalb ist auch Catwoman gerade unsere Verbündete. Ah, da ist sie schon. Catwoman. Dann sind die Falcones nicht die einzigen Kriminellen hier. Oh, gegen Huntress. Wer ist denn Huntress? Die kenne ich wieder gar nicht. Huntress ist... oh, jetzt will ich wahrscheinlich, wenn ich da irgendwas erzähle, was Falsches erzählen. Ich meine, das wäre quasi sowas wie der Robin von Arrow. Okay. Also ich meine, die würde dem Arrow helfen. Green Arrow. Nicht Green Arrow, nur Arrow. Jetzt... ah, Mann, die widersteht immer. Dann gehen wir halt nah ran. Aber ich muss aber sagen, von Huntress habe ich auch wenig Erfahrung. Ja, ist halt... dadurch, dass sie die erste Endgegnerin ist, heißt das, dass sie unwichtig ist. Ja, sagen wir mal so, es sind... oh, ach, den hast du gerade noch gejagt. Da hast du doch einen verpasst, der rennt gerade weg. Ach nee, ich muss ja erstmal abgeben. Deine Bewegungen gefallen mir. Triff mich später im Club. Was ist denn das für eine Aussage? Besonders wenn du das zu einem Hund sagst, ne? Bleib hier, ich muss noch mit dir reden! Und Katzi. In dieser Stadt werden die Unschuldigen gejagt.
Das weiß ich. Deshalb kämpfe ich. Und darum ist die Gejagte nun die Jägerin, Huntress. Batman und seine Leute denken, ich sei zu brutal. Ich halte mich eher für zu milde. Mafiosi wie die Falcones, Gangsterbosse wie Pinguin, Psychopathen wie der Joker. Sie definieren das Verbrechen auf den Straßen neu. Und bei all diesen neuen Schurken muss man kein Detektiv sein, um zu merken, dass aus dem Kampf ein Krieg wurde. Oder waren die Teen Titans nur größer? Oder einer davon? Ja, die sind ja auch eigentlich die richtigen Titans. Teen Titans sind sie nur für Kinderfernsehen gewesen. Die Titans die gibt es auch im DC-Universum so wirklich. Und, das kann ich schon mal spoilern, die wird man hier nämlich auch nochmal sehen können. Auf jeden Fall in der Heldengeschichte. In der Heldengeschichte sind ja auch eine der Bosse gewesen, wo man mitkämpfen kann. Ich würde mich total freuen, wenn wir dem Pinguin begegnen würden. Jetzt habe ich... Also, ich meine, den Pinguin, den hat man auf jeden Fall auch nochmal gesehen. Dummerweise sieht man ja meistens die auch immer, wenn man als Gegner da rumläuft. Aber bestimmt werden wir die auch nochmal so finden, wenn wir als Ganoven spielen. Was ist das? Lagerhaus, da waren wir gerade drin. Kannst du mal kurz auf J drücken und deine Quest teilen, weil ich habe gerade keine mehr. Ich habe auch keine mehr. Achso. Ah, dann holt euch eine. Wir sind durch! Wir sind fertig! Oh, guck mal, der sah aus wie Boba Fett. Der hat sich wie Boba Fett gekleidet. Das ist cool. So, aber ich wollte doch irgendwas... Ach, ich hatte neue Kräfte. Das wollte ich. Um das Tagebuch zuzugreifen. Da ist nichts. Okay, dann nehme ich an, müssen wir wahrscheinlich als nächstes wieder zurück in die Stadt. Da sind ja oft normalerweise neue... Hier, Nachtclub. Da sind doch normalerweise immer die meisten neuen Quests, meine ich, oder? Ja, genau. Aber eigentlich müssten wir doch irgendwas gekriegt haben. Also machen wir uns auf den Weg. Genau, wohin es auch mal geht. Ich würde sagen, erstmal in den Nachtclub und gucken, ob da was Neues kommt. Ja, ich folge dir mal, weil ich keine Ahnung. Dann fliege ich mal ein bisschen weiter runter, damit du mich auch sehen kannst. Jo. Wahrscheinlich eine dumme Idee, weil sie mich dann wirklich wieder angreifen. So. Ach, es sind ja Peanuts. Kleine Fische. Ja. So, hier, Taproom. Da waren wir ja. Sind wir auch gleich im Richtigen. So, das ist schön. Ja, das finde ich auch. Mephisto, wie läuft's bei dir? Bescheid. Oh. Ach, deswegen warst du so ruhig. Das ist die Konzentration. Wenn ich jetzt wieder anfange zu fluchen, ist so doof. Das stimmt. Ach, ich find's schön. Da, das wir haben. Es gibt eine neue Quest von Revolver Bob. Revolver Rob, nicht Bob. Ich find Revolver Bob noch besser. Und die Polizei ist keine Hilfe. Es ist sicher eine Aufklärungsmission, aber wir wollen sie. Hütet euch, es ist Revolver Bob. Bist du dabei? Okay, melde dich bei. Bist du dabei? Nein! Ich gehe erstmal einen Schall kaufen, damit nicht mein Inventar hinterher voll ist. Macht mal mal Schlick, Stange, Schlacken. Nein, danke, netter Herr. Ah, okay, wir können hier jetzt mit. Wir können jetzt anscheinend mit Catwoman hier sprechen. Die ist ja auch irgendwo hier. Da ist sie. Okay. Die hat aber anscheinend gerade sehr viele Verehrer, da stehen jetzt vier Leute. Ich will auch mit der sprechen. Unter anderem auch der Hulk. Das ist mein Cousin. Hulk! Da sehe ich mal wieder, wir sind wirklich in einem Paralleluniversum, denn Marvel und so. Und der sieht wirklich recht aus wie Hulk. Okay. Hat was. Ja, drücken wir mal auf J. So. Kannst du mal aufhören, da so Krach zu machen? Danke. Wer?
Du. Ach, ich bin das? Du warst das, ja. So, wir hätten jetzt Diebe und Ganoven oder Brainiac angreifen. Zumindest einen Moment, ich habe hier eine Cutscene, die werde ich nicht los. Okay. Die redet mit mir. Und du willst eigentlich nicht mit ihr reden. Und ich kann sie nicht ignorieren, wie man es bei einer Frau macht. Das ist nicht regelgerecht, das Spiel. So ist das halt bei Katzen, die sind sehr aufdringlich. Benutze den Kiosk in der Crime Abbey. Ah, man könnte ja jetzt mal hier Nahkampf umhangen, das klingt gut. Aber also ich habe jetzt Brainiac-Invasion, Diebe und Ganoven und erkunde Waynes. Moment, ich habe jetzt... Ich werde mal ganz kurz hier die neuen Sachen ausrüsten, die ich so bekommen habe. Jo. Dann sieht das bei mir auch ein bisschen anders aus. Du kannst diesen Gegenstand nicht mehr länger handeln, wenn du ihn ausstattest. Das ist mir egal. Komm. Zack. So Inventargeschichten am besten nach der Folge, dass wir dann nicht den Großteil der Zeit in einem Inventar verbringen. Nee, was heißt hier so Inventargeschichten? Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man mal ganz kurz sieht, was sich so ein bisschen ändert. Ich finde, das ist ja schnell gemacht. Ich bin ja jetzt schon wieder fertig. Ja, okay. Genau, ich dachte, wenn es länger dauert, dann... Wenn es mal wieder länger dauert. Ich. Da genau. Hinten ist anscheinend wieder... Dann nehme eine Zuckerstange. Ich bin Booster Gold. Ach, ja, Booster Gold. Da kriegst du Erkunde Waynes. Das habe ich auch. Ja, okay, das Erkunde Waynes können wir eigentlich schlicht hinten überfallen lassen. Das kann man machen, wenn man so mal keine... Okay, dann machen wir jetzt zuerst Brainiac-Invasion. Also Brainiac angreifen anstatt Diebe und Ganoven. Gut, machen wir. Genau, okay. Weil das vom Level her näher ran ist. Okay. Zertrampeln wir ein paar Blechbüchsen. Brainiac Streitkräfte drängen in die Stadt. Geh hin und mehre dich. So. Ja, und übrigens kann man sich wahrscheinlich ungefähr so denken, dass man immer eine Folge hat, in der wir die ganze Zeit hier groß herumkämpfen werden und in der anderen haben wir dann einen Boss zu besiegen. Ach so, in so einer Frequenz ist das immer. Das ist, ja, normalerweise ist es schon so, dass man dann so eine halbe Stunde oder so ein bisschen hier... Hä? Ich soll jetzt wieder in den Nachtclub. Also ich soll mit General Booms sprechen. Okay, dann geh du schon mal hin. Du hast wahrscheinlich eine andere ausgerüstet. Nee. Drück mal auf ich hab Brainiac... Ja? Ich hab Brainiac-Invasion ausgerüstet, aber ich musst noch mal mit Revolver Rob sprechen. Ich hatte schon mit dem gesprochen, aber ich wusste nicht, dass ich nochmal mit dem sprechen muss. Ich hatte doch schon mit dem gesprochen. Dieser olle Wichtigtour, so ein kleiner Fuzzi, aber so ein großes Maul. Ja, hat immer was zu erzählen. Genau. So. Da sind jetzt schon die ganzen Brainiac-Truppen eingefallen. Und ich sehe schon General Booms. Warum müssen wir als Ganoven eigentlich mit dem reden? Vielleicht ist es ein Undercover-Agent. Ah, okay, das ist ein Clown-General. Na dann. Ha, dann ist das ja toll. Okay. Der ist vom Joker. Ein Clown-General. Das geht sowas von schnell mit den Pistolen. Das ist doch wunderbar. Aber halte dich ein bisschen zurück, weil ich muss das ja gleich auch noch machen. Das wird schwer. Ich habe schon 8 von 20. Ja, dann mach einfach mehr, als du eigentlich brauchst. Ja, ich glaube auch. Bis ich sage, stopp. Das geht, das habe ich auch schon im Tutorial gemerkt mit den zwei Pistolen. Du hast das einfach so schnell geschafft. Da gab es ja diese Stelle mit Lex Luthor, wo man dann diese Wellen aufhalten musste. Die waren immer innerhalb von Sekunden weg. Ja, das kenne ich auch. Ach, du bist schon da? Ja, ich bin schon da. Okay, ich wäre jetzt fertig. Wie viel hast du noch? Ja, ich nicht. Ich brauche noch 7. 7, okay. Aber wenn es bei dir so schnell geht, dann haben wir es schnell. Ja, das... Wie gesagt, also... Es fehlt eher an Nachschub. Ja, ich glaube, ich gehe auch mal in meine Met-Form. Da kann ich wenigstens auch Fernkampf machen, dann geht das auch schneller. Jo. So. Zack.
Okay. Drücken wir mal. Ich hab's jetzt auch. Sehr schön. Transportiere die gefangenen Bürger. Juhu! Moment mal. Sind wir gerade die Guten? Wir verhindern gerade eine Brainiac-Invasion. Wir sind doch gerade die Guten. Mach mir nichts vor. Aber wir... zum Falcon-Treffpunkt. Das ist... Ja, und? Mafia. Ich glaube eher, dass das eine Entführung wird. Ja, aber wir greifen hier Leute an. Wir greifen den Feind unseres Feindes an, statt uns mit ihm zu verbünden. Weil dieser Feind uns auch angreifen würde. Oh, jetzt geht das wieder los. Das ist auch der Feind unseres Feindes. So muss man es jetzt auch sehen. Das sind auch die Feinde unseres Feindes. Wo müssen wir hin? Okay. Und der Feind unseres Feindes ist unser Freund, oder nicht? Ja, aber das ist ja auch der Feind unseres Feindes. Hier, die Viecher. Ja, von denen rede ich doch. Ah, doch hierhin, okay, ist richtig. Ja, dann ist es doch richtig, sich gegen die zusammenzutun. Ja, nö! Wir wollen doch, dass Gotham den Bach runtergeht. Oder nicht? Das schon, aber wir haben doch eigentlich aus dem Anfang kannten wir das doch, dass die Welt halt, als die Superhelden tot waren und dann Brainiac angegriffen hat, dem Ganzen nichts mehr entgegenstellen konnte. Ach so, deswegen, dann retten wir die, deswegen wir retten die Welt, um sie hinterher zu zerstören. Ganz genau, wir retten vorerst die Welt, indem wir die Brainiac-Invasion vernichten, aber natürlich dann den Superhelden aufs Maul geben. Also ist das eigentliche Ziel nicht, die Welt zu zerstören, sondern die Welt eigenhändig zu zerstören. Also nicht, dass die Welt zerstört wird, sondern dass sie von uns zerstört wird. Ganz genau. Das ist das Ziel. Okay. Zerstöre Brainiac-Akkumulatoren. Weil wir wollen ja das dabei überleben. Okay. Wir wollen dabei überleben, wenn bei uns zugrunde riecht. Also vielleicht nicht unbedingt der Joker oder so, aber so der dem ein oder sind andere egal. Ich möchte bestimmt überleben. So, wo ist denn das blaue Lüftchen? Da laufe ich mal hin. Das ist sicher die Action. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir auch Scarface hier sehen werden. Scarface ist ein Schurke, Held? Ein Schurkenheld? Ein Schurke. Say hello to my little friend. Ja, das ist so eine... Nee, das ist tatsächlich eine... Eine Bauchrednerpuppe. Scarface. Okay. Die ist damals aus einem Baum gemacht, wo damals, ich glaube, 13 Verbrecher aufgehängt wurden. Und derjenige, der sie geschnitzt hat, ist hinterher wahnsinnig geworden und hat immer das Gefühl gehabt, dass der von dieser Puppe dann halt Befehle bekommen hat, um zu morden und so weiter. Und, was auch stimmte. So in der Art ja, weil diese Puppe scheint den nächsten Besitzer hat nämlich den dann quasi dazu gebracht, seinen vorherigen Besitzer zu töten. Okay, freaky. So, wo bist du? Ich bin hier bei dem Aufgabenbereich. Ah, okay. Ich war noch an dem anderen, hatte auf dich gewartet, hatte dich nur noch nicht gesehen. Ach so. Hier auf deinem Weg ist noch ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen, wo? Ausrufezeichen. Ach hier, das blaue. Gotham aktuell, ich bin Vicky Vale. Ah, Vicky Vale. Jetzt hören wir auch noch die Nachrichten. Das war so nicht abgemacht. Du sagtest, wir werden die Welt zerstören. Nicht, dass wir uns bilden werden. Weiterbilden. Neue Generation erhoben, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Ja, seit wann hat denn bitte Nachrichtenhörer mit Weiterbilden zu tun? Das stimmt natürlich. Das ist eher verblöden. Mittlerweile? Galileo über die besten Wasserrutschen Deutschlands. Ja, es ist mittlerweile entweder Boulevard oder so ein Nichtsnutztrack. So. Die Knoten haben wir schon fast alle.
Kritischer Schaden, sagt er. Oh! Und das war's. Sehr schön. Level up. Level up ist immer schön. Du konntest sogar auf die Kommunikationsketten zielen, die mein Signal blockiert haben. Das vergesse ich. Setz dein Gewehr als stumpfe Nahkampfwaffe ein, um dein Ziel zu verprügeln. Das klingt gut. Das ist gut. Das ist doch stumpf. Das ist gut. Stumpf ist Trumpf. Das sowieso. Haha. Dann machen wir das hier. Okay, neue Combo. So. Und jetzt kann ich in den Kräften noch mal was ändern. Das ist schön. Okay. Nämlich in Fliegen, in Kräfte. Stürme, Chirogenik, Ikonenkräfte. Was sind Ikonenkräfte? Kann ich noch nicht, das ist nicht mein Level. Das ist hinterher, dann kriegst du so Sachen wie vom Joker oder so. Diesen Boxhandschuh aus dem Geschenk, die du eigentlich mit jedem Superhelden oder Superschurken kriegen kannst. Ah, diese okay. Kräfte. So. Ich habe mir nochmal schnell ein Schild gemacht. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen eisig. Begib dich zum Ziel North Burnley Nachtclub. Da waren wir schon. Machen wir dann Kippo und Ganoven? Nein. Oh. Moment mal, was? Dann machen wir doch Diebe und Ganoven, oder? Jetzt, wo wir sowieso hier draußen sind. Moment. Diebe und Ganoven. Gehe zu Cap Carmine, sagte mir dann. Ja, genau. Jo. Dann würde ich sagen, tun wir das aber in der nächsten Folge. Okay. Der musste noch sein. Ciao.